auf ins Gefecht. Alcatraz, wir sind immer noch hier. Der Anzugfeed steht und ich gebe Ihnen so viel technische Unterstützung, wie ich kann. Aber ich hinke selbst hinterher. Arbeiten Sie sich jetzt erstmal bis zum Speer vor. Ich sehe Ihnen direkt über die Schulter, Mann. Ja, das Teil erschwert es mir hier aber auch. Also müssen Speer heißt das Teil, das die ganzen Sporen für die Aliens aussendet. Wenn ich die Sporen kaputt mache, dann macht es die Aliens kaputt. Ah, jetzt habe ich ja wieder meine Waffen. Wow, wieder die 1A-Gerendel hier. Oh Mann. Der Traum jedes Soldaten. Sehen Sie nur, wie runtergekommen das Ding ist. Alcatraz, hören Sie. Das ganze Gestein hängt nur von der Struktur des Lito-Schiffs runter. Es ist völlig instabil. Könnte sich jederzeit lösen. Müssen auf Belastungsrisse achten. Ja, ich muss auf Belastungsrisse achten, aber... wie komme ich denn hier nach oben? Auf den Fall. Sehen Sie, was ich meine? Ich glaube, er weiß es gut. Kann man das hier eigentlich jetzt... Das will ich mal probieren. Hui, das gefällt mir. Okay, Belastungs... Das hier sieht doch mal aus wie ein Belastungsriss, oder? Sieht einfach nur aus wie eine Straße, ich weiß nicht. Ein Kontrollpunkt, das ist ja wunderbar. So, wir sneaken uns mal hier durch. Hier sieht es doch mal sicher für Energie aufladen aus. Tarnfeld aktiviert. Lass mich hier hoch. Taktische Optionen verfügbar. Ah. So, endlich hier. Was haben wir denn hier? Spec Op. Ja, fünfmal lieber eine Scar als die komische Grendel. Oh, wo ist... Ah, da ist die 4. Okay, wie passen die denn an? Leichte Schrotflinte. Nein, ich will aber das mal erziehen. Schalldämpfer, ja. Sieht alles okay aus. Ach, ihr seht nicht. Oh shit. Ja, ah, natürlich war hier der letzte Kontrollpunkt. Tarnfeld aktiviert. Wie jeder weiß, man liebt es ja, die ganzen Waffen nochmal neu auszurüsten. Tarnfeld aktiviert. Ja, du hast mich nicht gesehen. Hier hoch und jetzt ganz schnell, boah, C4 aufheben, C4 aufheben, dann das Teil hier nehmen und austauschen, weiter das Magazin. So, dann geht's aber ab. Energie niedrig, wie ich das hasse. Das ist jetzt schlecht. Tarnfeld aktiviert. Na, jetzt kommen ja von vorne und von hinten und von links und rechts und... Und ich glaube, das werde ich nicht überleben. Hey! Vielleicht doch. Tarnfeld aktiviert. Erstmal. Boah, erstmal Energie aufladen.
Das ging jetzt ja erstaunlich gut, aber ich wette hier, da gab's zwischen den 5 Millionen Aliens nicht einen Kontrollpunkt. Den gibt's wahrscheinlich dann erst wieder direkt vorm Endkampf oder so. Eieiei. Also, na gut. Munition und so. Ersetze die Sporen. Was ist da? Achso, da gibt es einfach zwei Eingänge. Selbstladepistole. Ah, da sieht man, was für Waffen da sind. Oh, ein Sniper. Taktische Optionen verfügbar. Verdammt. Ich will die Sniper haben. Okay, die dürfen mich nicht sehen. Oh. Ich gehe einfach mal aus dem scheiß Modus raus, ey, Alter. Ihr habt doch eine Sniper, oder? Moment. Nee, mal ernsthaft. Ach, da hinten. Bin ich schon wieder vorbeigerannt. So, ich will erstmal das Zeug noch haben. So, und ich glaube, ich gehe nach da vorne, also auf die rechte Seite. Hier gibt es anscheinend keinen so einen super tollen... Oh. Kein so ein Verarscheweg, wo man sich einfach so durchschleichen kann, da muss man glaube ich schon durch. Ach so, oder ich muss beide Sporenteile kaputt machen, das könnte natürlich auch sein. Bis jetzt läuft es aber erstaunlich gut und ich glaube, dass ich mich schon wieder schlagen sollte, dafür, dass ich das gesagt habe. Das Viech ist da hochgesprungen. Wenn wir da auch hochspringen. Tarnfeld aktiviert. Moment, die muss ich auf jeden Fall ausschalten. Oh Gott, das sind aber ganz schön viele. Naja, jetzt will ich ja eine Zwischensequenz drin. Oh, das hat sogar so geklappt, wie ich es wollte. Das erstaunt mich jetzt. Also wieder was dazugelernt. Die Teile kann man, während man unsichtbar ist, sogar benutzen. Abwasserkanäle. Eigentlich bringt ja nichts, wenn ich ja so in die Ecke sneak. Wenn mich ein so ein scheiß Viech sieht, dann habe ich eh erstmal die schlechteren Karten. Upsala. Oh, da bin ich wieder wo gegen meinen Computer gestoßen. Okay, ich glaube, den Weg, den ich gehe, der ist so ziemlich safe. Oder? Da haben wir schon unser Teil. Zum Glück. Ah. Wird die Energie auch nur. Jetzt ist keine Zeit zum Kämpfen, Mann. Sie müssen wieder rein. Analyse abgeschlossen. Wegpunkte aktualisiert. Ah, sehr schön. Dann was haben wir da? Zersetze, sabotiere die Sporenadern. Ob sich das auch so einfach machen lässt, ist auch fraglich. Tarnfeld aktiviert. Da vorne muss ich hin. Okay, dann... Oh, scheiße, es ist nie weit dahin. Nur dahin. Zurück wird schon funktionieren.
taktische Optionen verfügbar. Es ist der See. Es gibt keinen anderen Weg dadurch. Sie müssen runterspringen. Tarnfeld aktiviert. Hier rein. Na, aber hier bezweifle ich das. Rüsten Sie sich aus, bevor Sie... Oh. Wieso ist hier neben Teil dünn Wasser? Wie konnten da Wasser reinkommen? Nein, 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 nein. Das will ich nicht. Taktische Optionen verfügbar. Boah, also das lief ja so gut, da Nachschub infiltriert das Lito-Schiff, zersetze die Sporen, betritt die Struktur. Das heißt, das ist das Teil, wo ich dann endgültig rein muss. Ja, ich habe zufällig auch ein Tarnfeld. Schau, du da hinten auf dem Felsen, du siehst mich nicht. So. Tarnfeld aktiviert. Da steht einer. Wieso komme ich da nicht rein? Tarnfeld aktiviert. Oder steht einer, oder ist es nur... Ach ne, das war nur so ein... Na gut. Ich glaube, das ist der Kopf. Nö, natürlich nicht. Tarnfeld aktiviert. Alter, schenken die ein. Oh Gott, nicht gut, nicht gut. Mann, gerade habe ich gedacht, ich kann die so vielleicht austricksen, aber na. Wir halten unendlich viel Schuss aus, ey. Ma, wie stark die Teile einfach sind. Alter. What? Das war die Munition schon wieder alle. Moment. Da war Nachschub. Ach, super. Zum Glück haben die jetzt in Crysis 3 geändert, dass man da keine Energie verbraucht, da ein bisschen rennt, obwohl es ja eh total unlogisch ist. Wir sollten es Anzugenergie verschwenden, wenn man hier ein bisschen Alter. Jetzt kommt der da hier keine Kante hoch oder was? Boah, du willst dich da auf den Arm nehmen, ey, wie nervig sind die Viecher denn? Ich brauche Munition. Oh, ohne Spaß, ganz ehrlich, ohne Spaß. Die lassen ja einen nicht mal an die Munikiste ran. Ja, das war's auch schon wieder. Ja, natürlich. Am Arsch, nichts gibt's. 25%. So, meine Munition. Boah. Hat jetzt aber auch schwer nötig.
Sag mal, wie viel schlucken die denn nach 5 Magazinen? Ist immer noch nicht Schluss, oder was? Alter, jetzt. Weiß, jetzt sieh ich mal, wie das ist, wenn einer den anderen immer runterhaut. Ja, ja. Maximale Panzerung. Ach nö, jetzt ist die Kiste leer. Ohne Spaß, die sind tot. Das heißt, ne, ach. Maximale Panzerung. Oha, Part schon wieder vorbei.